Ich verbringe viel Zeit, um die Preise im Internet zu vergleichen, um zu schauen, ja, Nokia ist besser oder wie heißt das andere, Panasonic oder Sony oder Samsung, ja. Ja, das hat so und so. Ich habe keine Ahnung, Elektronik bin ich null, ja. Diese Geschichten, diese Hightech-Sachen, ich bin kein Computerfreak und PCs und wie heißt das, EDV? Ich weiß nicht, diese elektronische Sachen, ja. Diese verrückte Sachen, die machen Menschen verrückt. Klingen den ganzen Tag. So, und sucht man, wie viel Speicher hat und was macht und wie viel Pixel die Kamera hat. Und vielleicht eine Woche, bis man entscheidet, dass er ein Handy kauft. Ich glaube, eine Glaube-Richtung, eine Religion, ist viel wichtiger als ein Gerät, der 100 Euro kostet oder vielleicht 1 Euro mit einem Vertrag. Ja, ein iPhone oder iPhone heißt es. Das. Deswegen, ich glaube immer, dass die Menschen sind zwei Kategorien, wirklich. Zwei Kategorien, stimmt. Eine, die einfach erbt. Ich bin Muslim geboren, ich werde Muslim sterben. Ist mir egal, Islam ist gut, Islam ist schlecht, falsch, richtig, ist mir egal. Ich bin Christ geboren, ich werde auch Christ sterben, Jude geboren, Jude sterben, Buddhist und so weiter und so fort. Der erbt einfach, oder die erbt. Übertragung. Weitergehen mit einer Religion, trotz dass er nichts davon weiß. Nur weil die Mutter oder der Vater einfach so waren. Das ist genau so wie ein Mann, der in der Früh aufgestanden ist. Telefonat, hallo, deine Oma ist gestorben, du hast jetzt 1 Million Euro. Plötzlich. Denn er wird sofort epileptisch. 1 Million Euro. Aber er hat nichts dafür gearbeitet. Und deswegen eine, zwei Wochen eine Porsche gekauft und ich weiß nicht wo, eine Diskothek und hin und her. In zwei Wochen das Geld, nichts mehr. Er hat keine Ahnung. Das ist genau, diejenigen, die erben, das sind genauso. Die haben keine Ahnung von dieser Glaube, ist egal. Ja. Aber diejenigen, die arbeiten dafür, genauso wie die Menschen, die 10 Jahre, 15, 20 Jahre lang gearbeitet haben, 8 Stunden am Tag, 2 Stunden hin und zurück, 10 Stunden, und auch vielleicht zu Hause irgendwas anderes auch arbeiten, und 2 Aushilfestunden und so. Er weiß, woher hat er diese Euro bekommen und wo soll er das hin tun. Und dann gibt er das nicht leicht aus. Er denkt 1000 Mal, bevor er 1 Euro ausgibt. Er sagt, ich habe das gesehen, manche Supermärkte, 1 Cent oder 2 Cent. Die Käuferin sagt zum Verkäufer, es fehlen noch 2 Cent. Das ist mein Geld. Er hat dafür gearbeitet. Ja? Ich glaube, es ist genauso. Ich glaube, es ist genauso, wenn wir wirklich dafür arbeiten. Wenn wir wirklich die Mühe geben, damit wir wissen, was ist das, nicht nur erben, falsch oder richtig. Wenn wir dafür arbeiten, dann passe ich auf. Ich weiß, was ich tue. Das ist ganz wichtig. Und deswegen, die Leute ab und zu widersprechen sich. Ein Widerspruch irgendwo. Bezüglich die Kleidung zum Beispiel, die tragen ganz moderne Kleidung, ja, Hose, Krawatte, alles schick. Ja. Ja, schickimicki, genau. Warum trägst du die Kleidung deiner Oma nicht und deinem Opa nicht? Ja, sagt, nein, was mache ich mit meinem Opa? Mein Opa ist jetzt 1920 gestorben, das ist schon alt, ja, uralt, und das geht nicht. Wir sind jetzt in einem Modell.
Oder im Leben, das ist ein ganz, alles ist modernisiert, es geht nicht. Das. Und er imitiert nicht. Er ist total anders, modern. Bezüglich Kleidung, Möbel, Autos, modern. Auf der anderen Seite, bezüglich seiner Glaube, er imitiert. Er macht so wie der Opa und die Oma. Warum? Das ist ein Widerspruch. Entweder oder. Entweder alles modernisiert, alles abgedatet, ja, oder nichts. Okay. Und deswegen, das ist eine Einleitung für euch, ein Aufruf, dass ihr nicht wegen dem Mann zum Islam kommen, nicht wegen Geld zum Islam kommen, nicht wegen irgendwas, aber dass wir wirklich von unseren Herzen überzeugt sind. Der Islam ist gut, Islam eine friedliche Religion, Islam ruft für die gute Benehmen auf, aufrufen, ja, und so weiter und so fort, dass der Islam ist eine Religion für Morale, gute Verhältnisse und etc. Denn wenn wir das machen, Allah wird uns segnen, aber wir brauchen Wissen, weil der Islam ist die Glaube einfach des Wissens. Islam ist Wissen, genau. Der erste Vers, der hier abgesandt wurde, ist, lies. Ihr könnt den Koran öffnen, Surah Nummer 1, nicht Surah Al-Fatiha. Die erste Surah, die hier abgesandt wurde, erste Offenbarung, Surah Al-Alaq. Der erste Vers ist, lies. Du musst lesen, entforschen. Ja. Nachfragen, Fragen stellen. Immer Wissende sterben und nicht Unwissende. Unwissenheit ist eine Katastrophe. Das ist, und wenn wir zum Islam kommen, da konvertieren, wir brauchen gewisse Sachen zu wissen. Dass wir bezeugen, dass es keinen wahrhaft anzubetenden Gott außer Allah gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist, das enthält, das versteht man davon, nicht so wörtlich, dass es keine andere Götze gibt. Es gibt Tausende. Die Griechen haben 2000 Götze. Die Inder haben 2000 auch. Ich weiß nicht wer, es gibt viele Götze. Es gibt Aphrodite, Kyubit, ich weiß nicht, Buddha, Muda. Es gibt Millionen Götze. So, was heißt denn das? Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt Tausende Götze. Deswegen muss man das richtig verstehen. Keinen wahrhaft anzubetenden Gott. Diejenige, die wir ihm gehorchen, folgen, machen, was er uns sagt. Der richtige Gott und nicht ein Statue oder ein Stein oder irgendwas, der für sich selber nichts machen kann. Ich kann diese Bude nehmen oder irgendeine Statue oder irgendeine. Und er kann nichts sagen. Aber Gott ist eine Macht. Macht. Es ist nicht ein Stein oder ein Mensch oder ein irgendwas. Nein, das ist mehr größer als das, was wir denken. Und dass Mohammed sein Gesandter ist, das heißt, dass wir glauben an alle Propheten. Nicht nur an Jesus, nicht nur an Moses, nicht nur an Mohammed, nicht nur an Noah, Lot. Wir müssen an alle, die sind alle von Gott gekommen. Allah hat ihn alle zu uns geschickt, zu den Menschen. Denn wir glauben an alle. Wenn ich sage, ich glaube an Mohammed, aber ich glaube nicht an Jesus, dann bin ich nicht mehr Muslim. Ich bin ausgeschlossen vom Islam. Ich muss auch an Jesus glauben. Deswegen, im Koran, es gibt eine Sura Maria. Extra Sura nur für Maria. Und da, ich weiß nicht, wie viel Verse, viel zu viel über Jesus. Ist nicht, und an Moses. Und alle Propheten, wir müssen an alle Propheten, weil die sind alle mit einer Offenbarung, mit einer Herabsendung gekommen. Mit einer Botschaft. Alle sind gekommen, um dass die Menschen, die Leute, ihren Gott anbieten. Und keine Statuen und keine Steine und keine andere Schöpfungen. Gott anbieten. Das ist ganz normal. Als Vater, du musst das aushalten. Ja. Nicht nur die Mutter, es ist auch deine Verpflichtung. Kein Problem.
Schau mal, was machst du, wenn du 10 Kinder hast? Vom Fenster springen, ja? So, das ist die erste Säule des Islams. Die zweite Säule des Islams ist, dass man betet. Fünfmal sich reinigen, reinmachen. Fünfmal am Tag Verbindung zu Gott. Du brauchst diese Verbindung. Du brauchst dies schon, sag mal, heruntergefahren und muss man das wieder stillen. Wir haben Stress in diesem Leben. Arbeit, Arbeitsamt, Sozialamt, keine Ahnung, was drüber geht, Probleme von hier und hin. Ja. Viele Probleme jeden Tag, der Mann total verrückt. Braucht auch ein bisschen Zeit. 5 mal 10 Minuten, dass er diese ganze Katastrophe und Probleme hinter seinen Rücken wieder ein- und ausatmen. Ja? Und anders leben. Unsere Seele, so wie unser Körper, braucht auch Pflege. Es muss gepflegt werden. Und durch diese Kommunikation, durch diese Verbindung, wird unsere Seele wirklich gepflegt. Denn wir müssen auch an diese Gesellschaft, wo wir leben, ein bisschen auch nachdenken. Es gibt viele Menschen, die in dieser Gesellschaft und anderen Gesellschaften, die auch leben, aber die sind unter die Armlinie. Die sind ganz sozial schwache, Obdachlose, Witwe Frauen, die haben keine Arbeit und viele Kinder. Irgendwas. Es gibt viele, viele Katastrophen. Ich esse, ich schlafe, ich habe ein Haus, ich habe einen Mann, ich habe ein Auto, ich habe alles, was ich will. Ich habe Versicherungskarte, ich kann irgendwo jede Zeit zu irgendeinem Doktor gehen und ich suche, was ich will, aus. Es gibt andere, die, ich habe selber Sachen gesehen in meinem Leben, du wirst den ganzen Tag weinen. Wir müssen an diese Menschen auch denken. Und deswegen, Allah hat uns verpflichtet, von unserem Geld, dass wir, wenn wir einen bestimmten Betrag haben, und dieser Betrag bleibt bei uns ein Jahr, über ein Jahr, denn wir müssen 2,5% von diesem Geld, von jede 1000 Euro, 25 Euro an diese armen Leute geben. Und das ist der Priester, der Imam nicht. Du kannst einfach hingehen, selber, und an diese armen Menschen im Handdrucken oder in einem Schlag, dass er auch das nicht sieht und schüchtern wird und so, unter die Tür, unter den Tisch irgendwo auch geben. Das ist ganz wichtig. Denn vierte, wenn wir gesund sind, wenn wir nicht so alt, dass wir nicht mehr fasten können, wenn wir fasten können, wir müssen einen Monat Ramadan fasten. Das heißt, wir dürfen einen Monat lang, wir essen in bestimmten Zeiten und lassen das Essen. Ja. Schwangere Frauen, stillende Frauen, kranke Menschen müssen nicht, dürfen und sogar dürfen ab und zu, je nachdem die Situation ist, dürfen nicht fasten, wenn das Fasten schädlich für ihr Körper ist. So ist auch. Und dann, wenn wir wirklich gesund und Geld haben, einmal pro Leben, wir sind verpflichtet, die Pilgerfahrt nach Mekka, nach Mekka, einfach zu machen. Einmal pro Leben, wenn wir wirklich Geld haben und gesund. So, das ist die 5 Säulen des Islams. Und es gibt 6 Säulen, der Glaube oder der Iman, dass wir an Allah glauben. Die Sachen, die wir nicht sehen, ja, aber wir sind die spüren. Ja, wir sind das und wir können das beweisen mit 3 Elementen. Mit Verstand, mit unserer Fitra, das heißt die innere natürliche Veranlagung des Menschen, und mit Offenbarung, dass Gott existiert. Und an seinen Engeln, Bücher, Propheten oder Gesandten und Schicksal, gut oder schlecht, ist unser Schicksal, und am jüngsten Tag oder Yawm al-Qiyamah, letzter Tag. Diese 6 Sachen, wir müssen an diese Sachen einfach glauben. Wenn wir das gemacht haben, denn, und wir sind wirklich bereit, unser Gott zu anbeten und gehorchen und machen, was er uns sagt, dann passt die Sache schon. Ist okay, inshallah? Klaas, habt ihr irgendwie eine Frage, wie wir anfangen? Was anfangen, wie wir denn 2, 3 Worte sagen, diese Zeugen, und fertig, und ihr seid frei. Aber wenn es bestimmte Fragen, Sachen, die im Herzen
irgendwie klackern. Er konnte es mir drucklich, problemlos sagen. Nicht schüchtern, nicht schämen, das ist euer Recht. Ihr müsst alles wissen. Und ich bin verpflichtet, euch auch Antwort zu geben für jede kleine oder große, wenn ich die weiß und ich nicht. Ich verwende an anderen großen Gelehrten von mir irgendwo anders. Nix? Die Dame? Thema Kopftuch ist es. عندك بونبون يا محمد؟ عندك بونبون؟ حلوى عندكم حلوى؟ اعطوني حلوى. عندكم حلوى اين موجود؟ في حلوى؟ عندك حلوى؟ لا 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 بس ما انتش نيشت. ganz normale بونبون. اوكي بس بس. بس. كثير؟ لا لا انا عايز كثير. Okay, passt dieses Mal schon, aber nächstes Mal, inshallah. Ich sage euch das einfach so. Wir waren irgendwann mal, war eine von unseren Gelehrten auf irgendeinem Gelände hier in Europa. Hat 20 Bonbonen in seiner Tasche. Wurde von den Menschen gefragt, warum eure Frauen tragen Kopftuch. Das ist eigentlich nicht der Grund. Der Grund, dass Allah das befohlen hat. Das ist von Allah, von Gott. Wir machen was von Gott, weil er hat uns erschaffen. Ich sage euch eine Sache. Klipp und klar. Ein Auto von einem Hersteller hergestellt ist. Sag mal, Mercedes. Du kaufst ein Mercedes, du gehst hin, die geben dir ein, wie heißt das, Gebrauchsanweisungsbuch. Da drin steht, wie man das benutzt. Richtig? Ja. Wie man das benutzt. Es gibt alles gezeichnet. Hier heißt Kühler. Was macht man in diesem Kühler? Gießen wir Wasser, damit das Auto nicht brennt. Prima. Hier Motor. Und in diesem Motor gehört Öl, damit auch nicht brennt. Und hier ein Tank. Ja, damit man auch Milch reintut. Oder was? Oh, Entschuldigung. Diesel, Entschuldigung, Diesel, ja? Ja? Wie heißt du? Ich? Ja. Galina. 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 Und komm, Galina hat ein Mercedes, so dick Mercedes, gut, bin, wie heißt, 300, 520, ich habe keine Ahnung, 600. Ha? Was ist die beste Kategorie von Menschen? E-Klasse. E-Klasse, eine E-Klasse. Und hat den gekauft, hat das Auto gekauft und hat das bekommen. Und kommt Galina und sagt, schau mal, wie funktioniert das? Ich meine nicht fahren, aber die anderen Sachen. Sagt mir jeder, was ist? Was ist der Hersteller von Mercedes? Das ist ein Mensch, so wie ich. Ich auch habe Verstand. Ich kann alles machen. Ich habe auch studiert, gelernt, in der Schule alles. Meine Meinung nach, dass dieser Motorraum gehört nicht Öl. Weil Öl ist klebrig und umweltunfreundlich. Ja? Denn meiner Meinung nach, dass wir hier Abfallschule gießen. Ja? Und statt Wasser im Kühler brauchen wir nichts. Eiscreme kühlt besser. Besonders im Sommer. Eiscreme. Lecker. Auch für das Auto. Ja? Und statt Benzin, weil das auch total gefährlich und wirklich, das ist unfreundlich, das ist total schadend für Stoff hat und so, wir machen O2, O2. Also irgendwas kaufen wir ein. Und dann kommt Galina und versucht, geht nicht, geht nicht. Warum geht nicht? Du musst mir sagen. Wohin? Wie weiß sie, dass es falsch ist? Das ist nicht falsch, das ist gut. Probiert mal irgendwann mal zum Beispiel Orangensaft und funktioniert das Auto perfekt. Weil Orangen haben Vitamin C ja, und den macht man aktiv. Ja. Und derjenige, der trinkt Orangensaft in der Nacht, schläft nicht. Ihr weißt das schon. Oder Apfel. Einfach, weil wir haben den nicht benutzt. Der Hersteller kennt seine Sache besser als wir. Und genau, der Gott, derjenige, der uns erschaffen hat,
Er weiß genau, was ist gut und was ist schlecht. Wenn er sagt, mach ein Kopftuch drauf, ja, das heißt, das ist gut so als Kopftuch. Meine Gelehrte hatte die 20 Bonbonen in seiner Tasche. Als sie das, die Frage gestellt haben, hat er die 20 Bonbonen rausgeholt. 15 von denen sind in diese Schale zu und 5 ohne Schale, ohne Kopftuch. Und er hat gesagt, Entschuldigung, das ist ein Geschenk. Jeder hat eine genommen, er hat in der Hand alle, die ohne und die mit. Alle Menschen, wir waren 7 und 8 Menschen, wir haben nur die geschlossen. Wir haben gesagt, warum nehmen Sie das hier nicht? Sagt einer, das war in der Tasche, das ist schmutzig, Mikrobs, Bakterien, keine Ahnung was, vielleicht waren sie in so und hier. Und haben alle bestätigt, dass alle wurden die geschlossene Sache. Die Frau bei uns ist so wert, dass nicht jede anfassen darf. Nicht jede von ihrer Schönheit schlucken darf. Nein, es ist ganz wertvoll, Mensch. Es ist so groß. Die Frau im Islam ist wirklich ein Mensch, eine Kreatur, eine Schöpfung. Da müssen wir alle auf sie aufpassen. Besonders Frauen. Die kriegen alles von ihren Vätern, von ihren Männern, von ihren Kindern. Immer Unterstützung, immer Unterstützung. Und deswegen nicht jede. Das ist das. Das ist Nummer 1. Nummer 2, guck mal. Guck mal, wie Allah uns erschaffen hat. Jetzt die amerikanische Society für, keine Ahnung was, Krebs, Krankheiten. Es gibt einen Verein, der ganz anerkannt in Amerika. Und die geben dir Tipps. Du kannst auch im Internet sehen und halt schauen, was von Tipps geben die dir. Die sagen, pass auf. Es gibt so einen Krebs. Wenn es ganz heiß ist, empfohlen, dass die Frau seinen Kopf mit Kopftuch bedeckt. Und damit kein, ich weiß nicht, irgendwas mit Auge, bitte ein Sonnenbrille. Und damit Haut nicht verbrannt wird und keine Ahnung was hat, bitte machen wir das Ganze zu und tragen Sie die Sachen, die mit, wie heißt das? Nein, das ist das hier. Von es gibt Hemden, die haben, ha? Trage? Trage, okay. Und passen Sie auf. Und wenn es im Winter, wir sehen, alle Frauen hier im Winter sind schon verschleiert. Sowieso, warum? Weil es ist kalt. Damit die Ohren nicht den Wind kriegen und es Erkältung kommt und hallo? Am Ende, wenn wir schauen, wir finden, das ist Kopftuch. Es ist sicher. Einige haben Angst von Erkältung und Sonne, aber die anderen haben Angst. Das ist eine Strafe. Und wir sehen, alle Religionen, Christentum, Judentum, guck mal in der Kirche, wart ihr in der Kirche? Und ihr seht Marie, wie war Marie? Ohne Kopftuch? Guck mal gut. Ich habe tausende Bilder gesammelt von allen alten und neuen Kirchen. Außer jetzt, manche Kirchen die haben das modernisiert. Das ist eine Lüge. Ja, in Italien wollten die das verbieten. Und wollten ein Bild, die Bilder in der Kirche. Die eine hat gesagt, wir mussten diese alle ändern und modernisieren. Das ist so schon alt, das ist ein Heldig, das geht nicht. Und dann kam der Ministerpräsident von Italien und sagte, seid ihr verrückt? Was soll ich machen, wenn Marie war einfach so mit Kopftuch? Ich kann das nicht ändern. Ich kann das nicht ändern. So sagt es. Das ist so. Und wenn wir in der Bibel lesen, nicht Koran, in der Bibel, wir finden, und bis ganz kurz und jetzt, viele Kirchen, die verpflichten die Frauen, wenn die zur Kirche gehen, Kopftuch tragen. Richtig. Ist nicht eine neue Sache. Ist nicht nur vom Islam. Das ist eine Offenbarung. Und das ist das Gute für dich. Das ist das Gute für dich. Das ist dein Vorteil. Allah weiß am besten, was du brauchst. Genauso wie Hersteller vom Auto. Ja? Denn nicht Milch statt Insektum. Pass auf, okay? Damit das nicht explodiert. So, ist das klar?
Es gibt andere Sachen, ich kann dir auch was erzählen, aber nicht jetzt, weil das ist in der Zeit für euch. Wenn du Zeit hast, komm vorbei und wir sitzen und ich erkläre euch alles, warum soll man, soll die Frau dieser Kopftuch nicht, es gibt im Islam ein Kopftuch wirklich, das Hijab heißt Hijab für die Frau, ja. Kopftuch, was trage ich jetzt? Das ist Kopftuch. Aber die Frauen haben Hijab, das ist Sachen zusammen. Ihr kriegt inshallah einen von uns inshallah. Okay, machen wir jetzt die Konvertierung inshallah. Okay, fangen wir von deiner Seite an, du bist auf der rechten Seite. Das ist ganz leicht, ihr werdet das sehen. Wir machen das auf Arabisch und auf Deutsch. Auf Arabisch, wir machen das ganz langsam, langsam, langsam. Dass jeder von euch kann das sagen. Jeder von euch kann das sagen. Okay? Bismillah. Nehmen dann oben. Nicht ganz nah. So, zum Beispiel. Wie heißt denn meine Schwester? Wie heißt denn? Victoria. Victoria. Ja, weißt du, was ist Victoria auf Arabisch? Sieg. Ja? Ja, Victoria. Inshallah, du bist Nasser für den Sieg für den Islam, inshallah. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين فرحة عظيمة عارمة ويعني سعادة بالغة أن يأتي هذا الجمع العظيم ثلاث من الأخوات يدخلن في دين الله سبحانه وتعالى ويعتنقن الدين الإسلامي مقتنعات قد شرحنا أو شرحت لهن ما ينبغي عليهن ولم يبق إلا أن يعني تنطق الأخوات بالشهادة ندعو لهن بالبركة وبالتثبيت وبزيادة الإيمان وبالتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة وهذا غيض من فيض مما يحتاجه الناس هنا يعني نحتاج إلى الدعوة والحركة وتعريف الناس بالإسلام وسماحته نحتاج إلى مثل هذه الملائكة يعني النسوة نحتاج إلى الأقراص نحتاج إلى الكتب Meine Schwester, wir werden inshallah jetzt bezeugen und ich sage einfach und sagst du hinter mir inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bezeuge hiermit, dass es keinen wahrhaft anzubetenden Gott außer Allah gibt. Und dass Muhammad sein Gesandter ist. Ashhadu. ألا إله إلا الله إنه وأشهد أن محمدا رسول الله 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 بارك الله فيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بس كان سلايس إن شاء الله du bist Ich will das an euch alle sagen, aber einmal. Du bist jetzt, ich weiß nicht, wie ich es ein Buch, der ganz rein weißt, keinen einzigen Fleck. Du bist besser als alle, die in der Moschee sind. Du hast mehr Belohnung als alle, dreifach oder vierfach Belohnung. Nummer eins, dass du zu Islam gekommen bist, ist eine Belohnung. Belohnung, das heißt, ich weiß nicht, ich kann das dir nicht erklären. Das ist etwas ganz groß. Zweite Belohnung, dass du an deine Glauberichtung, Christentum oder irgendwas geglaubt hast von den Leuten der Schriften. Du kriegst die Belohnung dafür, dass du vorher geglaubt hast. Belohnung Nummer drei, alles, was du gut gemacht hast, damals, ein armer Mensch was gegeben, irgendwas gut getan hast, Das wird alles übergetragen, das wird alles umgeschrieben in deinem Buch. Das ist die dritte Belohnung. Die vierte Belohnung, und das finde ich aber krass, dass alles, was du schlicht gemacht hast, ja, nach dem Islam, wird in guten Taten umgewandelt, umgeschrieben. Alles, was du schlicht getan hast, das wird jetzt in guten Taten umgeschrieben. Das heißt, dass du jetzt die reinigste Frau und Mensch in die ganze Reihe hier. Du musst aufpassen, dass das einfach so bleibt und nicht anders. Okay? So, wer ist älter von den beiden?
Okay. Ich bezeuge hiermit, dass es keinen wahrhaft anzubetenden Gott außer Allah gibt. Anzubetenden Gott außer Allah gibt. Und dass Muhammad sein Gesandter ist. Ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. So, Schwester, inshallah. So, haben wir gesagt, Schwester Victoria, Schwester Galina und Schwester? Ina. Ina. Ja. Ina. Oder Elina? Ina. Ina, mashallah, mashallah. Ina, Ina. Bismillah. Sagst du hinter mir, inshallah? Inshallah. Mashallah, sagt inshallah. Ich bezeuge hiermit, dass es keinen wahrhaft, anzubetenden Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sein Gesandte ist. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Möge Allah euch alle segnen, inshallah ta'ala. Genau wie ich gesagt zu Victoria, das genau gilt für euch. Ihr seid ganz neu. Bitte pass auf, keinen Dreck machen, keinen Fleck. Beten, es kostet nichts. Es gibt Gebete so viel, morgens Gebet so 5 Minuten. 5 Minuten. Das ist im schlimmsten Fall. Ja, wir machen das für Allah, 100%. Aber im schlimmsten Fall, dass man sich bewegt und Sport treibt. Wegen dieser Alltagsroutine, ja. Das ist ein bisschen so. Gebete ist ganz wichtig. Ihr kriegt inshallah von uns normalerweise alle Bücher, die ihr braucht. Es gibt ein Buch, das heißt Sifat al-Salat, wie man betet. Ich werde euch das inshallah auch geben. Ich habe jetzt manche, ich habe nicht alles, aber bitte, komm zur Moschee. Es gibt Unterrichtszeiten für euch, die Frauen, wenn ihr Zeit habt. Ihr könnt auch Arabisch lernen. Wir haben einen Kurs für die Frauen, die arabisch-deutsche Frauen, die, ich mache das selber mit denen. Und die können jetzt inshallah jetzt viel zu viel, nach 3 Monaten nur. Ihr könnt auch das 3-mal pro Woche 5 bis 6 Uhr, 17 bis 18 Uhr, wenn ihr Zeit habt. Es gibt eine andere allgemeine Unterrichte, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Dass alles erklärt wird, nichts. Und mein Vorschlag für euch, mein Tipp für euch, ist ganz wichtig. Und die neue Konvertiten. Macht nicht bezüglich Religion, was eure Männer sagen, ohne Beweis. Und er sagt, mach das nicht und mach das bezüglich Religion, bezüglich Kochen, weiß nicht was machen, bezüglich dieses Leben, ist ihr Problem. Aber bezüglich Religion, wir nehmen nur was genau überprüft ist, nur was mit Beweis ist. Beweis heißt vom Koran, das ist die erste Quelle, von Sunna, das ist die Aussprüche, Taten und Zustimmung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zweite Quelle. Und dritte Quelle ist die einfach die Auslegung der Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Sonst werden wir in die Irre gehen. Die Leute, die das gemacht haben in Amerika und in London und in Madrid und diese Bombenanschläge und Sachen, die haben das gemacht, weil die nicht die Auslegung des Gefährten unseres Propheten, die Freunde, die mit ihm waren, die Schüler, die mit ihm waren, die haben selber interpretiert, selber ausgelegt und deswegen haben diese Fehler gemacht. Aber wenn wir den Weg der Gefährten unseres Propheten nehmen, die Leute, die mit ihm damals waren, die haben das gehört, haben mit ihm diskutiert, die haben das richtig gelernt,
dieser Weg ist der richtige Weg. Andere Weg wird uns in die Irre führen. Deswegen pass auf. Er sagt, bitte so. Sagt bitte, ich brauche den Beweis. Vom Koran oder Sunna oder Sahaba. Nicht mir irgendwas erzählt. Wenn nicht, dann ruf mich an als Imam. Ich bin euer Vertreter jetzt. Auch beim Heirat, beim alles. Ich bin euer Vertreter. Ihr kriegt inshallah meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles, wenn ihr irgendwas braucht, da streitet ihr Männer oder irgendeine Sache, verwendet an mich anrufen und ich will die Ohren. Okay. Das machen wir inshallah. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka al-abd. Das ist, finde ich, Schwester, ein Jilbab, ein Buch heißt Riyad al-Salihin, Biografie und das Buch, das ist ganz wichtig. Buch mit Anschläge, auch kein Buch mit drin. Ja. Dies ist die Wahrheit, das ist eine reine wissenschaftliche Ausführung des Wunder des Islams. Und Koran fehlt Koran. Das ist Koran übersetzt auf Deutsch und es muss noch ein CD, wo drauf Koran. Ich bringe die Leute bei. Du kannst es von mir lernen, Fatiha, damit du beten kannst. Ja? Ich sage und du sagst hinter mir. Es gibt auch Schüler. Ich kriege das inshallah von uns. Das ist für mich inshallah Islam. Und das ist für Schwester Galina, das ist genauso. Das ist ein Geschenk für dich. Das ist, und wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch einen für dich, Schwester inshallah. Ja, ich will so einen Sache. Alles, du kriegst alles inshallah. Oh, danke. Ja, für dich inshallah. Wir brauchen noch ein Geschenk. Die ganze Reihe für alle Schwestern und die Bücher und diese Koran-CD, inshallah. Ich darf den, nach dieser viel zu viel Arbeit jetzt was essen. Ja, das ist meine Belohnung. As-salamu alaikum. Darf ich einen Kuss? Masha'Allah. أعيد كلمة الله التامة بكل شيطان وهامة من كل عين الله بسم الله أعطيك بكل شر نديك وكل عين تخبيك من شر نفع ذات في العقد من شر حسن حسن بسم الله أعيد كلمة الله التامة أعيد كلمة الله التامة شر ما تجدنا وتحذري بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بك الله عزيزي إن شاء الله تعالى Ich habe den Teller. Nein, ganz sicher. Ja. Ich mache eine Sache jetzt extra für euch. Danke schön. Aber wir müssen das wieder anders machen, damit alles halal ab heute wird. Aber Mohammed, heute mit der Suhir, sag mal nachher. Was?